Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Also, kennen Sie ihn denn so? Also, nein, so kenne ich ihn nicht. Familie? Wie, was löst das so aus? Ich will das irgendwie nicht anfassen. Der Arzt ist auch schon da, der guckt sich das dann mal an. Ne? Was willst du denn hier? Ey, pack mich noch einmal an. Guck mal, was du für eine Scheiße gemacht hast. Jetzt fang mal nicht wieder so an. So, hallo Jungs, es reicht jetzt. Mein Gott, ey. Wir sind hier nicht auf dem Markt. Nach einer Schlägerei sind die beiden jugendlichen Streithähne im Krankenhaus gelandet. Jan wurde bereits mit dem Rettungswagen und einer gebrochenen Nase eingeliefert. Sportlehrer Stefan Böhmer hat Schüler Tim im Schlepptau und auch bereits die Mutter des 15-Jährigen informiert. Ah. Okay, sieht man ja schon ein ordentliches Hämatom. Kein Wunder, dass es weh tut. Oh. Muss man einmal abtasten. Einmal die Hand zur Seite. Ey, Finger weg. Nee. Hallo Tim, was machst du denn da? Der macht nur seine Arbeit. Nee, ich mag das nicht. Wir müssen das einmal macht nur seinen Job. Herr Beck hatte Schmerzen im Brustkorb und er hat es sehr unangenehm gefunden, dass ich ihn untersuchen wollte. Was für mich völlig verständlich ist, denn selbst bei einer Rippenprellung tut die Untersuchung sehr weh. Und in jedem Fall macht man eine Röntgenuntersuchung, denn das Röntgenbild zeigt, ob ein Bruch vorliegt oder ob die Lunge kollabiert ist. Und das Bild ist sowieso die bessere Diagnostikmethode. Passiert das öfter mal? Also eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, seit der Klassenfahrt ist er ganz verändert. Die hatten eine Fahrt und seitdem erkenne ich den Jungen gar nicht mehr wieder. Der hat sich total verändert. Der ist häufig sehr aggro, wirklich jetzt. Und das stimmt nicht. Doch, ganz klar. Hallo, die Mama ist da. Hallo, Herr Böhm. Hallo, Schatz. Hallo, Frau Beck. Schön, dass du so schnell gekommen bist. Was ist passiert, mein Schatz? Was ist los? Engel. Also, Herr Beck hat sich anscheinend was mit dem Rücken zugezogen. Beck, Entschuldigung, ich war jetzt sehr aufgeregt. Ja, Herr Beck hat sich was mit dem Rücken zugezogen nach einer Handgreiflichkeit mit dem Mitschüler. Was? Und wir müssen jetzt ein Röntgenbild machen. Mit dem Jan, ja. Als ich den Jungen gesehen habe, die Verletzung, ich habe mich so erschrocken. Der muss ja Schmerzen haben. Ich bin wirklich fassungslos und außer mir. Ich kann mir das echt nicht erklären. Also, kennen Sie ihn denn so? Also, nein, so kenne ich ihn nicht. Er ist ganz lieb und ich könnte mir höchstens vorstellen, hat es was mit Ellie zu tun, mit der Trennung? Oder? Vermute ich auch, ja. Ja? Mhm. Ja, ne? Ja, gut, die waren jetzt auf Klassenfahrt, denke ich mal, dass das vielleicht damit zu tun, der Liebeskummer. Ja. Der Lehrer hat berichtet, dass Herr Beck emotional leicht erregbar ist, was an sich nichts Schlimmes ist. Kennen wir sehr oft bei dem Alter. Dass der Lehrer aber berichtet hat, dass es nach einem bestimmten Zeitpunkt war, nämlich nach einer Klassenfahrt. Das macht dann manchmal wirklich Sinn, dass man da noch tiefer geht und dem auf den Grund geht. Der 17-Jährige darf sich zu Hause von seiner Rippenprellung erholen. Unterdessen befolgt Mutter Nina den Rat des Mediziners und schaltet gemeinsam mit ihrem Partner Falk Familienhelferin Sabine Decker ein. Einige Tage später will sich die erfahrene Therapeutin persönlich ein Bild von Tim machen. Mein Mann und ich, wir geben ihm ein gutes Zuhause. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, es ist nicht sein leiblicher Vater, aber er hat sich immer... Wir sind jetzt seit, wie lange sind wir zusammen? 12 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Okay. Er war 5, als ich in die Familie kam. Und, aber ich sehe ihn wie meinen eigenen Sohn. Ich liebe ihn auch wie meinen eigenen Sohn. Aber momentan, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Eltern verstehen, dass wenn ihr Kind besonders aggressiv ist und vor allen Dingen anderen gegenüber auch zu Gewalt oder Übergriffen neigt, dass das ein Hilferuf ist. Also es gab vorher keine größeren Probleme. Gar nichts. Also er war jetzt auf Klassenfahrt, das war auch alles in Ordnung. Mhm. Und wie er wiederkam, er hatte wohl seine erste große Liebe jetzt, die hat Schluss gemacht auf Klassenfahrt. Und wir gehen jetzt mal da ganz stark davon aus, dass das vielleicht damit auch zusammenhängt. Ob tatsächlich Liebeskummer hinter dem aggressiven Verhalten des Neuntklässlers steckt, will Sabine Decker nun in einem persönlichen Gespräch erfahren. Dafür besucht sie Tim in seinem Zimmer, wo der 15-Jährige versucht, seine Wut mit Hilfe von Stressbällen abzubauen. Mama hat gerade erzählt, es ist seit der Klassenfahrt so, dass das so extrem ist. Was ist denn da passiert? Ja, meine Freundin hat Schluss gemacht und okay. Auf der Klassenfahrt, das ist ja blöd, ne? Mm. Oh, da ist ja, sieht das da auf dem Foto? Ist das die Freundin? Ja. Oh, die ist ja süß, ne? Hübsch, hübsches Mädchen. Und ist schlimm? Ja, keine Ahnung. So Liebeskummer, schon doof. Ja, nicht schlimm ist, aber, also ich vermisse sie zwar, aber ist jetzt nicht so schlimm.
Nee. Nee. So, eigentlich wollte ich schon das Bild wegschmeißen. Ich hab's vergessen. Oh, das schöne Bild. Ja. Echt? Das war natürlich schon ein Hinweis, dass ich dachte, oh, da scheint ihm ja doch näher zu gehen, als er das vielleicht so zugibt. Wahrscheinlich haben die Eltern wohl recht mit der Vermutung, dass das der Auslöser für seine Veränderung ist. Ich habe das Thema deswegen auch nochmal aufgegriffen in dem kleinen Spiel, was ich mit ihm gemacht habe, dass er so verschiedene Stressbälle in die Hand nehmen sollte und durch den Druck, den er auf den Ball ausübt, zum Ausdruck bringen sollte, wie sehr ihn das Thema belastet. Fangen wir doch mal mit der Freundin an. Mit der Ex-Freundin, Entschuldigung. Okay. Ist jetzt nicht mehr so die Riesenwut. Nee, ich finde nicht. Nee, geht eher. Okay. Nehmen wir mal die Klassenfahrt, wenn du dich an die so erinnerst. Wie viel Wut und Stress kommt denn da hoch? Schon mehr. Das war scheinbar nicht so richtig entspannt da auf der Klassenfahrt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Und Familie? Was löst das so aus? Ich will das irgendwie nicht anfassen. Also. Seine Reaktion hat mir gezeigt, in der Familie gibt es irgendein Thema mit Nähe, mit Berührung, irgendetwas, was er im Augenblick als konflikthaft erlebt. Und da dachte ich, okay, da kommen wir nicht hinter ohne die Eltern. Und habe ihm dann vorgeschlagen, noch mal so eine Art Spiel mit den Eltern zusammen zu machen. Mit dieser Aktion will Sabine Decker herausfinden, wie nah sich die drei Familienmitglieder stehen und wo es eventuell eine Distanz geben könnte. Sie bittet daher zunächst Mutter und Sohn, sich gegenüber voneinander aufzustellen und sich anzusehen. Und dann guckt ihr einfach mal so, geht jeder immer mal so einen Schritt auf den anderen zu. Wie nah fühlt sich das gut an? Ja, näher geht ja schon gar nicht. Ja, mehr geht halt nicht. Bei Tim und seiner Mutter war es dann ganz süß. Die beiden sind sich so nah auf die Pelle gerückt, wie es nur geht, und haben sich dann auch in den Arm genommen. Da scheint also tatsächlich alles in Ordnung zu sein. Dann habe ich Tim und seinen Stiefvater sich gegenübergestellt. Jetzt gehen sie einfach mal so Schritt für Schritt aufeinander zu. Wie fühlt sich das denn an, so miteinander? Ja, es reicht, oder? Reicht? Ja, wir sind uns doch nah genug. Okay. Tim, reicht das? Ich könnte mehr machen. Ich weiß nicht. Das fand ich echt interessant, denn als Tim und sein Stiefvater aufeinander zugehen sollten, war es der Stiefvater, der dann Stopp gemacht hat und nicht mehr näher zulassen wollte. Ich meine, ich bin doch immer für dich da. Ja, du bist mein eigener Sohn, das weißt du. Und ja, aber eigentlich so mit der körperlichen Nähe, so, das übernimmt meine Mutter immer. Und ich ja, weiß ich wollte nicht. Natürlich auch, ich war die ersten 5 Jahre wahrscheinlich auch deswegen mit ihm alleine. Wo war denn der leibliche Vater? Der leibliche Vater, da haben wir leider keinen Kontakt, der hat sich aus dem Staub gemacht und den hat er auch nie kennengelernt. Und diese Erfahrung, das leibliche Elternteil interessiert sich nicht mehr für mich, nimmt keinen Anteil an meinem Leben und an meiner Entwicklung, ist immer was ganz Belastendes. Und für den Stiefvater ist es eine Riesenaufgabe, das dann ausgleichen zu müssen. Was war denn jetzt da auf der Klassenfahrt? Was hast du denn da irgendeine andere Erfahrung mal gemacht? So mit? Ja, als ich mit meiner Freundin Schluss gemacht habe, kam mein Lehrer zu mir. Und ja, der hat mich dann getröstet. Ja, hat gut getan, ne? So eine totale Zuwendung zu kriegen irgendwie. Ne? Mhm. Und seitdem war das dann aber alles so ein bisschen bei dir, das ganze Thema Nähe und zwischen Jungs und zwischen Männern, dann wenn dir einer zu nahe gekommen ist, ja. Da kam dann so ein bisschen Wut hoch. Meinst du, das hat damit zu tun? Kann gut sein, ja. Nur funktioniert die Seele eben nicht so einfach, dass man dann merkt, oh, das tut mir ja gut, dass ich hier körperliche Zuwendung bekomme. Ups, jetzt merke ich ja, das hat mir immer gefehlt. Sondern das ist erstmal etwas, was man für sich so gar nicht zulassen möchte und was einem so ganz widersprüchliche Gefühle in einem auslöst. Und diese erneute ganz nahe Situation mit einem Gleichaltrigen bei diesem Ringen hat dann beim Tim einfach eine Wut und eine Abwehr ausgelöst. Das ist der Grund. Also machen Sie sich bloß keinen Vorwurf. Also ja, ich falle nur gerade aus allen Wolken, weil mir das einfach jetzt so bewusst wird. Wissen Sie, ich bin ja auch in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater hat mir immer beigebracht, ein Mann muss hart sein, muss seine Gefühle in sich tragen. Und so habe ich das gelernt, so bin ich groß geworden. Dass Ihnen das selber nicht so leicht fällt mit so Körperkontakt, das ist ja nicht Ihre Schuld. Ja, aber es bewegt mich halt jetzt momentan ziemlich. Also, ja. Weil
es mir einfach nicht bewusst war, ja, dass dir derartige Dinge fehlen. Weil ich, ja, ich kenne es halt einfach nicht. Ich denke, für Tim ist es wichtig, dass er sich klar macht, dass ihm vielleicht ein bisschen körperliche Zuwendung vom Stiefvater gefehlt hat, dass er das aber nicht unbedingt als Zeichen von fehlender Nähe interpretieren muss. Dass er das heute aus seiner fast erwachsenen Sicht verstehen kann, dass der Vater einfach selber nicht so tickt, der Stiefvater, dass das aber nicht heißt, dass er ihn nicht liebt und dass er ihm trotzdem so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung gegeben hat, eben dann über andere Wege. Vielleicht könnt ihr zwei da auch noch mal einen neuen Anfang machen. Vielleicht können wir einfach mal versuchen, wie sich das anfühlt, wenn man sich mal in den Arm nimmt. Ging das? Wenn man sich da trauen? Ich glaube, wir haben was verstanden, ne? Was im Tim in letzter Zeit so vor sich ging. Vielleicht können wir noch mal einen Gesprächstermin vereinbaren. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Dass wir uns die Sachen noch mal angucken, aber ich glaube, sie sind jetzt schon auf einem guten Weg. Mit dieser Einschätzung sollte Familientherapeutin Sabine Decker recht behalten. Seit Stiefvater Falk sich große Mühe gibt, körperliche Nähe zu Tim aufzubauen, sind die aufgestauten Aggressionen des 15-Jährigen komplett verschwunden.